So, wir spielen jetzt Drive Up. Das geht direkt los, ja? Oh ja. Warum falle ich da jetzt unter? There's nothing harder than starting over. Junge, wie lange redet der? Aha. Aha. Wow, 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 wow. Was soll das? It'd be funny if after I said that. Also man kann so ja, das Auto hoch und runter machen. Steuerung, kann ich meinen Arsch anheben? Ich kann auch so ein bisschen twerken für euch. Falsch gefahren? Wieso bin ich falsch gefahren? Bin ich falsch gefahren? Oh. This thing that we call failure is not the falling down. Nee, nee. Da muss einfach mal direkt in einem rüber. Ja, genau. Mit Schmackes. Ah, nee, Arsch hoch. Ah, nicht so hoch. Such people inspire. Okay, I'm talking too much. I'll leave you alone for a while. Halt die Fresse jetzt. Oh, komm, komm, komm. Arsch hoch. Ja, Arsch hoch. Mann. Gut, 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 gut. Weltrekord. Kalle Kuschinski, Weltrekord gerade. So, schön, dass du da warst. Oh, schön. Oh, hier, da müssen wir jetzt... Oh. Mal zurücksetzen. Oh, hier ist eng. Das ist bestimmt so ein Bett, wo man so pew, wie bei Only Up. Vorsicht, jetzt ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Aber wir haben es, wir haben es, wir haben es. So, jetzt müssen wir hier auf das Dach irgendwie kommen. Ah ja. Stark. Ja, okay. Bisschen zurück, bisschen zurück, bisschen zurück, bisschen zurück, bisschen zurück, bisschen zurück. Oh, nach vorne. Und die Fresse hoch. Fresse hoch, Arsch hoch. Ja, oh mein Gott, ich habe mich so gerettet, weil ich meinen Arsch angehoben habe. Genau. Kann der bitte seine Fresse halten? Oh ja. Let's fucking go. Noch ein Bett. Ja, oh ja, ja, ja. Geil, geil, geil. Schön raufgewürgt. Oh, you lost a lot of progress. Wieso spiele ich eigentlich immer so Spiele, wo ich nur leiden muss? Ah ja. Easy, war voll einfach. So, jetzt hier ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Und vorne. Ja, Arsch, Arsch. Ja. Man muss den Arsch benutzen! Benutz deinen Arsch! Benutz deinen Arsch! Hier würde ich gerne einfach auch schneller drüber. Ja. Ey, so billig eigentlich. Winston Churchill. Ja, man muss halt sehr viel mit Arsch und Schnauze. Man muss halt viel twerken in dem Spiel. Schnauze hoch. Oh, oh, oh. Und Handbremse! Es war zu schnell! Schreibt mir bitte schnell irgendwelche lustigen Witze in den Chat. Egal, wie schlecht man kocht. Karl Marx. Ich habe lustige Witze gesagt. Bruder! 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 Was? Oh, 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 oh. Jetzt da vorne hoch. Mann, ey. It happened again. It happened again. Keep on trying. Keep on trying. Don't let it get to you. Don't let it get to you. Oh, Jesus! Oh, Mann, ey, wie kann ich denn so scheiße in diesem Spiel? Nichts denn, ich schaff's zwei Meter. Ja! Ah, wir haben es endlich mal wieder geschafft. Geil. Auf jeden Fall bin ich dann, als wir mit der Bahn nach Hause gefahren sind zu ihr, muss ich dann erstmal das ganze Klo voll scheißen, ne? Och, Mann! Ich wurde mal beim Sex angekotzt. Ich wurde mal beim Sex angekotzt. Das war auch wild. Also da fühlst du dich auch nicht gut. Wir müssen uns jetzt hier mal ein bisschen konzentrieren. Es kann nicht sein, dass wir hier nicht vorwärts kommen. Also, wer kennt Krümeltee? Das sind so Perlen, die haust du eigentlich ins Wasser. Und dann ist da so Zitronentee draus. Das haben wir gekauft. So ein Kasten, so ein Kanister Krümeltee. Und wir haben das nicht mit Wasser gemischt, sondern mit Korn. Das nannten wir in Bremen Maschine. Und dann sind wir zu einer Hausparty gegangen. Wir saßen halt oben alle und es gab eine sehr, 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 sehr steile Treppe nach unten. Die wird für einen kleinen Sidekick-Joke, wird die gleich noch wichtig. Dieser Krümeltee, wenn man den im Wasser auflöst, der hat ja so eine bräunliche Konsistenz, sag ich jetzt mal. Und manchmal sind da ja noch so ein paar Krümel, die so überbleiben und so ein Zuckerfilm, der dann so ein bisschen, wenn du umrührst. Wir haben unsere leeren Flaschen dann aber nach und nach dann auch auf so eine Kommode da abgestellt. Irgendwann gab es dann halt ein Mädel, die war dann schon gut dabei, sag ich jetzt mal. Die wollte auf Toilette.
Und wir haben schon gesehen, oh, die ist aber ganz schön am Schwanken schon. Hey, pass auf, wenn du gleich zur Treppe gehst. Die ist sehr, sehr steil. Dann ist sie diese Treppe runtergeknallt. Aber frag mich nicht nach Sonnenschein. Oh, ist alles gut. Die ist einfach wirklich so eine gefühlt, ich weiß nicht, 5-Meter-Treppe ist sie dann einfach da runtergedonnert. Aber die ist auch wieder aufgestanden. Die konnte auch weitermachen danach. Die wollte ja auch eigentlich nur zur Toilette. Das war jetzt aber der Sideshow. So, dann gab es Chantal. Es ist noch eine volle Flasche Maschine übrig. Und wir haben jetzt alle, sind alle schon voll. Auch Kalle Koschinski hat schon gemerkt, oh, der letzte Schluck war schlecht. Und wie schon gesagt, wir sind im Dachgeschoss. Und wir haben mitbekommen, dass wenn man diese Treppe runtergehen will und man betrunken ist, dass das unter Umständen zu einem Malörchen kommen kann. Ich muss ein bisschen kotzen. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, dass ich aus dem Fenster kotze oder ich suche mir irgendein Behältnis. Mein Kumpel, nimm doch einfach so eine Flasche und kotz da rein. Genial. Warum bin ich darauf nicht gekommen? Die Öffnung, wenn man da reinkotzt, das funktioniert nicht. Das macht gar keinen Sinn. Wir sitzen da so, nimm diese Flasche. Sometimes halt doch die Flasche, jetzt sehe ich gar nicht geschickt. Nehme diese Flasche und setz zum Kotz an. Ich setz zur Kotzung an. Es spritzt in alle Richtungen. Es ist so in alle Richtungen. Ein Mädel kriegt meine Kotze auf den Rücken. Jemand kriegt meine Kotze auf die Jeans. Auf dem Boden, alles voller Kotze. Die Kommode ist voller Kotze. Alles ist voll gekotzt. Das war eine komplette Scheißidee. Aber in der Flasche war so ein Satz Kotze drin. Und ich habe ja nur diese Maschine getrunken. Das heißt, es sah 1:1 aus wie diese Maschine. Alle waren sauer. Völlig verständlich. Chantal war aber zu diesem Zeitpunkt nicht im Raum. Aber dann kam Chantal irgendwie wieder. Die Lage hat sich beruhigt. Wir haben so ein bisschen aufgewischt. Auf der Kommode stand immer noch die volle Flasche Maschine und meine kurze Flasche Maschine. Und Chantal kommt rein und sagt, Leute, ich hab Durst. Und dann sagt Gunnar, trink die Maschine aus. Und dann gibt er ihr meine mittlerweile wieder zugedrehte, vollgekotzte Maschineflasche. Sie sagt, hä? Das riecht voll nach Kotze. Ja, Karl hat eben gekotzt und wir mussten das jetzt hier alles ein bisschen wegwischen. Keiner sieht das. Ich bin schon im Delirium. Chantal, tu es nicht. Und er so, doch, trink. Die Flasche angehoben, dran genippt und sagt, bäh, das schmeckt wie Kotze. Die hat meine Kotze im Mund gehabt. Und ich habe schon einige Stories gehört. Ich glaube, das ist die krankeste Story, die ich je gehört habe. Mich hier so. Ja! Ja! Achso, deswegen Slowdown. Okay. Manchmal auch mit ein bisschen Gewalt. Stark, Kalle! Wir sind richtig weit, fast 100 Meter! Ich bin wirklich, keine Ahnung. Nein. This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Also ich verstehe natürlich, wenn man sagt, ja, der, die, das, war es halt. Bei Tony Hawk hätte ich jetzt richtig viele Punkte bekommen. Schade! Ist das ein Bett? Geil. Und jetzt müssen wir Gas geben. Jawohl! Zu viel! Stark! Wieder Rekord! I thought it would take 2 hours more. Alter, was ein Bastard, Alter. Okay. Nein! Oh Mann, es war so klar! Habe ich jetzt ein neues Bett, dass ich direkt auf den Sand komme, bitte? Habe ich nicht. Ja. Okay. New World Record. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Walter White. So, weiter geht's. Oh, fuck. Nein. Whenever I climb, I am followed by a dog called Ego. So, dann jetzt mach ich mal 4 Kniebeugen. Absoluter Sellout. Alter! Okay. Rekord. Mann, OnlyFans. Ja, wenn ich wüsste, dass ihr alle da richtig euer Geld lassen würdet, ich würde euch so meinen Arsch auf OnlyFans zeigen. Ich sag's, wie es ist. Wir gehen über studieren. Ja, aber ich fange mir jetzt nicht mit OnlyFans an, ohne zu wissen. If you are going through hell, keep going. I am not in danger. Oh mein Gott, ja, da ist eine riesen Matratze drauf. Ja, aber wie soll man da raufkommen? Bin die Tage zum ersten Mal entspannt auf irgendwelche Sachen, die man gesehen haben muss? Mich.
Also wer hierher kommt, nur um in Spandau zu sein. Patience is the foundation of eternal peace. Jetzt mit Schwung, habt ihr gesagt, ne? Ja. Das kann nicht sein! Das ist eine Falle! Ich soll da gar nicht hin! Ich sehe das jetzt erst! Let's go. Ja! Ja! GG! Stark, Leute! Aber ich glaube, das ist auch der ganz normale Weg. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, Junge. Or 'tis to see it, to die, to sleep, there's the respect that makes calamity of so long life. Was erzählt For who would bear the whips and scorns of... Boah, das war knapper als ich wollte. Da ist eine neue Matratze! Oh. God bless. Einfach den gemacht? Ja, und dann bin ich wieder runtergefallen. Ey, was ist das für eine beschissene Stelle hier? 2000er Sub-Bombe kotze ich euch in eine Flasche und schicke euch das nach Hause. Digga, was mache ich hier eigentlich? Hä? Und jetzt schaffe ich das einfach so. Wie random. Und dann falle ich da runter. Ich krieg einen Cock in den Arsch. Und jetzt haben wir wieder das Problem. Aber wir können es doch fixen. Nein. Bleib stehen! Einfach Beyblade, Digga. Dieser Eiscreme-Warm, der fickt so hart Aniston. Mein Leben. Der macht mich so sauer gerade. Und ich kann da ja auch nicht mal Schwung nehmen, weil diese komischen... Ja, und jetzt geht's wieder. Es ist so random, Mann. It's not what you think. Oh, you lost a lot of progress. That's a deep frustration. Warum ist diese Stelle so kacke? Alter, nach hinten. Before, ach, blablabla. Mit diesem Verfick... Warum ist da so ein scheiß Loch? Wie soll ich das schaffen? Ach so. Oh, geil! Erfolg! Oh, was ist das? Ich wollte zu viel! So, okay, das haben wir easy geschafft. You haven't fallen down in a while. Did you finally learn how to play? That's great. I thought it would take 2 hours more. Stark, der Kalle. Stark. Stark! Gut! Einfach Koks, Digga. Wie mache ich das jetzt? Scheiße. Schubst ihn jetzt mal einer runter. Ey, Annika, wir müssen es nur bis da vorne schaffen. Wichtig. Okay. Okay, okay, okay. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Okay. Oh, scheiße, nein. Ja, okay, 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 okay. Wir haben es. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut. Stark. Oh, so weit waren wir noch nie. Warum guckst du zur Seite? But I understand that this is very hard. Der Wille ist jetzt da, das jetzt in diesem Run zu schaffen, Leute. Der Wille ist da. Das ist der letzte Run. Das ist der letzte Run. Egal, was jetzt passiert. Das ist der letzte Run. Oh no, please don't look to the left. Halt's Maul. It's not what you think. So, war ein geiler Stream. Danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Thank you.